Stopp, 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 stopp. Wer macht Musik an? Muss ich aber auswählen. Hallo und herzlich willkommen. Textures Update. We have released the Vanilla Textures Extended Rim Genetic Rim Retexture Mod. Okay. Highly recommended. This is the... Oh, alles klar. Gut. Lass die Spiele laufen. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Ja, ich weiß. Ich muss bloß immer ein bisschen rumspielen. Ihr wisst, wie das ist. Ja, rumspielen hilft nichts. Kann man machen. Gut, wir brauchen aber das da. Wir brauchen ab und zu das da. Das auch. Und Essen wäre gut. Und hier haben wir noch Trockenfutter für die Tiere. Die lassen wir so. Ja, ist okay. Cool. Okay. So, Freunde der Nacht. Herzlich willkommen zu RimWorld. Heute, an diesem wunderschönen Tag. Gut. Okay, die Arbeiten laufen. Wir produzieren Essen. Wir ernten demnächst auch wieder mehr Essen. Das wird jetzt alles nacheinander fertig. Ich bin guter Dinge tatsächlich. Hier unten haben wir auch alles relativ gut ausgebaut. Auch das wird schön. Da würde ich ganz gerne schöne Böden reinlegen. Aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich auch trotz alledem nochmal hier die Teile nochmal beschiefern. Damit das sauber aussieht, dann können wir die Räume dann mit was anderem belegen. Ich bin eher für sowas wie Platten hier drin, in den Werksräumen aus Marmor vielleicht. Marmor ist schön, haben wir aber tatsächlich nicht mal so viel. Ne? Da müssen wir noch ein bisschen warten, dass wir wenigstens ein bisschen was haben. Dafür werde ich jetzt anfangen, in den Wohnräumen auch schon Teppiche reinzulegen. Rote Teppiche in dem Fall kriegt jetzt hier jeder, der nicht irgendwas anderes haben will. Wir werden ja Stoff demnächst auch wieder mengenmäßig gut ernten. Und dann gibt es noch grüne Teppiche in unserem Spielraum. Ja, dann haben wir das auch optisch getrennt. So, dann haben wir das jetzt erstmal. Vielleicht gibt es demnächst dann auch noch andere Teppiche. Müssen wir mal schauen. Vielleicht machen wir auch Fliesen. Fliesen wären auch in den Räumen schön, aber diese brauchen halt ewig lang, ne, bis die gebaut sind. Teppiche klingen gut. Ja, das macht dann nochmal ein wohnlicheres Gefühl, ne? Ich meine, außer Xarok, der wollte ja unbedingt den Schiefer haben. Diese Platten wie auf dem Gang, das wollte er haben. Das kriegt er ja auch, ne? So, kein Problem, so. So, wir haben den 9. August auch mittlerweile. Und hier klappt auch schon unsere Sonneneruption, das ist ekelhaft. Hungernde Kolonisten, ja, das kann ja wohl nicht sein. Also, das finde ich ja ekelhaft. Wie warm wird es hier drin? 5 Grad. Wie lange hält das dann? In 1,9 Tage. Es ist aktuell ungekühlt bei 11. Okay, also Fleisch geht halt in 1,6 Tagen drauf. Ne? Also lange Wärmeperioden können wir tatsächlich nicht aushalten. Wir haben doch noch diese passive Kühlung. Die geht doch... Wasserverdampfung. Nicht effizient genug. Wie viel bringt uns das hier... Wissen wir das? Bodenanforderungen? Wissen wir nicht. Also wie viel das genau bringt, wissen wir nicht. Aber wir können da zumindest mal eine hier reinbauen und schicken mal Xarok, der kann das doch machen. Der soll mal hier eine passive Kühlung gerade mal reinbauen, einfach nur aus Sicherheitsgründen. Die Türen beim Krankenhaus, die sind kaputt, da hat wieder irgendjemand randaliert. So. Hier machen wir noch ein bisschen den Raum einen Ticken größer. So, und jetzt geht das wieder und verdirbt uns nicht weg. Ja, jetzt wird es gekühlt und jetzt geht dann hier, wenn die Temperatur fällt, geht es dann ordentlich hoch. Okay. Ein Wärmefang. Wir hatten das tatsächlich auch mit dem Wärmefang vor. Ich hätte da gerne allerdings noch andere Türen. Wir haben das ja hier zum Beispiel auch schon gemacht. Da hätte ich gerne eine Marmortür. Hier rauswärts. Ne? Autotüre auch. Und hier fehlen uns aber die Bauteile auch für. Aber ich würde die Türen gerne mit Marmor machen. Das finde ich, hat für unsere Kolonie... Cookie raucht schon wieder im Kühlhaus. Was Wahnsinn mit ihm. Ist immer so. Ja, es stand nicht effizient genug, um Nahrung gefrieren zu können, meine ich, ne? Genau, um Nahrung zu gefrieren. Kühlen geht schon. Kühlen tendenziell geht ja schon. Wir brechen das aber trotzdem ab. Das machen wir nur, wenn es drauf ankommt.
Und mir geht es ja ums Kühlen, damit wir diese Wärmephasen länger überstehen können, ohne dass uns das Zeug kaputt geht. Die Tiere müssen wir ja tatsächlich noch neu zu... Die sind jetzt aktuell unbegrenzt. Wir weisen die wieder neu zu. Genau. Apropos Tiere, wir haben alle jetzt soweit, wie es geht, ausgebildet. Das ist gut. Und die sind auch wild verteilt. Sehr schön. Gut. Unser Lager ist voll. Ich hoffe tatsächlich, können wir Xarok mal irgendjemanden anfunken lassen? Ist es kaputt? Nee, oder? Warum ist die Funkanlage in meinem, oder was? Kann ich da... Nö. Scheinbar müssen die das erst reparieren. Okay, dann sollten wir vielleicht nochmal losziehen, um hier Bauteile zu organisieren. Verwirrung hat einen Zusammenbruch. Sorceress. Unser Esel ist zusammengebrochen. Alzheimer. Warum hat denn jetzt der Esel Alzheimer? Was ist denn mit dem Esel? Übergeschnappt, geht verwirrt umher. Okay, ich weiß nicht warum, aber der Esel hat Alzheimer. Kriegen können Esel Alzheimer kriegen? Weiß es nicht. Ist mir tatsächlich, also ist mir tatsächlich neu. Mir war das vorher so nicht bewusst. Wisst ihr, wie ich meine? So, hier werden wir dann an die Kühltheke, wenn wir das Ding dann darüber legen, dann können wir hier nochmal schauen, ob wir nicht einfach nur hier zwei Säulen reinbauen und den Rest einfach wegreißen. Dann haben wir hier einen schönen großen Raum auch. Ich weiß nicht, ob... Ich meine, Tiere kriegen ja grundsätzlich auch andere Sachen als Menschen, ne? Die haben da weniger Probleme mit vielen Sachen, die für uns schon deutlich erheblicher sind. Ich finde das schön, dass die das jetzt automatisch nachtragen immer. So, hier haben wir das Trockenfutter. Da dürfen die allerdings rangehen, genauso wie an das gekühlte Heu. Da können sie dann die Tiefkühltruhe aufmachen und da reinschnuppern. Das geht schon. Aber zur Not wächst ja hoffentlich hier draußen auch irgendwas. LTBF, grüß dich, hallöchen. Ja, hier wächst auch noch was. Oh, hier wird Rauchblatt geerntet von Raphael. Und die Baumwolle schaut auch langsam frisch aus. Manuel, grüß dich, hi. Auch bei dir alles gut. Und Luca, willkommen zurück. So. Endlich Freitag. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass die Mod, die neue Richard Trader Mod, dass die jetzt den Händlern Geld gibt. Also von besser, mehr als nichts. Und vielleicht auch deren Angebot ein bisschen überarbeitet. Weil momentan können wir ja gar nichts handeln. Und ich meine, wir könnten uns dann technisch darauf vorbereiten, vielleicht mal loszuziehen und selber mal Handelskarawanen zu starten. Aber ich habe die Befürchtung, dass dann die Zielhändler auch gar kein Geld haben. Und wir brauchen aber irgendwas geldmäßig, beziehungsweise wir brauchen eigentlich verbesserte Bauteile. Und ich glaube, die können wir tatsächlich nicht mal forschen. Was ist das hier? Age-Pills, okay. Klavier. Gene, okay. Advanced, okay. Genetic Engineering. Könnte man auch ein bisschen an den Genen rumschrauben. Jo. Da ist irgendwas passiert. Old Grenade? Nee. Warme Kleidung wird benötigt. Ach, guck mal, Heugras. Ja, okay, wir haben ein bisschen Heugras außen liegen. So. Von Autobahn gegangen, Straßenverkehr. Was? Warum sollte das jemand tun? Ich verstehe das nicht. Oh, Linus, der weiß ich leider nicht.
Kann ich dir nicht sagen. Ich habe gestern Abend mal eine Runde Rimworld anfangen. Diesen Start Auto auf. Startet über Tagesthemen. Minus 5 Grad, alle Kolonisten erfrieren in der ersten Nacht. Nein! Oh, Horst-Peter, das tut mir leid. Das ist aber echt bitter. Zabes, moin, grüß dich. Wieso denn bloß? Meine Güte. Oh, das ist gemein, Horst-Peter. Das ist echt gemein. Da denkst du dir in dem Moment dann, ja, okay, dann lass ich es halt wieder. Ach, guck mal, Stoff kommt rein. Da müsste jetzt eigentlich hier der Ausbau losgehen. Guck mal, hier ist ja auch, Marmorfliesen kommen hier rein. Xarok, du darfst, ist aktuell kein Künstler, nee, Quatsch. Xarok, du darfst Steine meißeln. Das ist dein neuer Job gerade. Wir brauchen gerade ein bisschen mehr Steine. Hallo, Chase. So. Hier wird auch nochmal sauber geerntet. Schöne Sache. Ich hoffe, wir können unsere Tiere mal hier mehr zum Tragen animieren. Und wir könnten auch mal ganz kurz, wir haben zwar ein bisschen Essen jetzt auch schon da. Party? Wer schmeißt? Cookie schmeißt eine Party. Woohoo! Wo schmeißt er sie? Hier in unserem Allerheiligsten. Mauer und Barrikade zu bauen, damit die Leute hinter der Mauer stehen und dadurch schießen. Das hier, das sind Barrikaden. Die sollen sich halt dahinter in Deckung begeben und da oben drüber schießen, ja? So dachte ich mir das. So. Übel, wenn die ums Eck schießen. Was? Scheißen! Ah! Was? Warum lachst du nur? Ach. Schauen wir mal. Okay, wieder Heilkräuter. Von denen haben wir jetzt mittlerweile schon über 200. Da können wir demnächst mal in den Großhandel einsteigen. Hier wird auch wieder angebaut. Wir könnten mal so eine Arbeitertruppe irgendwie anfordern, die uns bei der Ernte hilft. So Erntehelfer können wir uns holen, ha? Was meint ihr? Das kann doch, Xarok kann doch hier eine Hilfe anfordern. Jede Art von Hilfe, die einmal kostenlos verwendet werden. Danach dauert es eine Weile, bis sie wieder kostenlos ist. Du kannst Ehre investieren und okay. Fordere Hilfe mit einer speziellen Ermächtigung an. Das könnten wir halt machen. Dann kriegen wir, glaube ich, 3 Erntehelfer oder sowas. Also 3 Helferskräfte, die hier mit unterstützen. Das könnten wir machen. Die Frage ist, ob wir sollen. Aber dann hätten wir halt auch mehr Leute, die wir in Tragen und Reinigen investieren können, die sonst nichts anderes tun als Tragen und Reinigen, damit das unsere Leute halt schlicht nicht mehr machen müssen, weil dann latschen die halt hier los und sammeln hier ein wie die Weltmeister. Wäre zumindest schon eine interessante Möglichkeit, auch alles reinzubekommen. Helfer wäre nicht schlecht. Komm, dann machen wir das mal. Hier, Arbeiterteam rufen. 4 Arbeiter kriegen wir. Bäm, das sind sie, die Freunde. So, Arbeiterteams. Eure Priorität liegt auf 1 und... Mach mal 1 und 2 draus. Das finde ich gar nicht mal schlecht. So, das ist deren Priorität. Die kommen jetzt und unterstützen uns hier. Die gehören uns nicht, die sind auch nach ein paar Tagen wieder weg. Aber in der Zeit können die halt richtig Gas geben. Und da sind sie auch schon unterwegs. Ne? Zack, hier wird eingesammelt, die Esel sammeln ein. Ach, da geht's richtig was. So. Xarok macht weiterhin noch ein bisschen hier die Verarbeitung, oder? Nee, der baut hier oben an. Das ist sein Leben. Okay. Zack, da wird eingesammelt. Ach, schön. Wenn die das nicht machen, dann reinigen sie halt hier. Ich hoffe, wir haben 4 Betten frei gerade. Ja, müsst ihr hauen.
Philipp aus Hamm, grüß dich, Hallöchen. Von Mauer und Barrikade. Ja, na gut, momentan, das ist ja eh nicht final. Das haben wir jetzt einfach nur schnell hingebaut. Ich will das auch gar nicht so befestigen. Ich würde gerne hier unsere Hauptmauer setzen, damit wir die Felder noch mit drinnen haben und vor allem diese Energie. Also das ist eh noch nicht ganz safe, ob wir das so behalten. Die allerdings, da muss man mal gucken, ob wir das besser machen können. Mal schauen. So, hier wird das ganze Heu eingesammelt. Das kommt ja auch hoffentlich noch, wird das ja hoffentlich nicht hier rein. Ja, doch, wird hier rein. Und das verdirbt hier drin, dann müssen wir es hier mit reinlagern. Das gefällt mir zwar jetzt auch gar nicht so, aber besser als nichts haben wir dann auf jeden Fall hier ein bisschen mit drin. Wir können das jetzt erstmal da vorübergehend einlagern, hier genauso. Ah, hier wird schon Heu reingebracht. Das ist Priorität niedrig. Machen wir mal auch bevorzugt. Und das ist kritisch, oder? Wichtig, ja, okay. So, schauen wir mal. Ja, genau. Jetzt müssen die, tragen die das um. Und dann können die das nämlich hier schön machen. Schau, dann sammeln die das hier schön. Und dann verdirbt das Zeug uns auch nicht weg. Hier haben wir ja auch 2000 Heu einfach mal schön abgekühlt. Das ist auch in Ordnung. Ja. Gut, jetzt gucken wir mal, ob das hier geerntet wird. Wir schauen einfach mal. Hier wird aber auch nochmal ordentlich angebaut. Das ist auch gut. Und wir haben 18 Essen noch. Mal gucken. Erntezeit ist die wichtigste Zeit für uns im Jahr. Das müssen wir halt schaffen, dass das einmal richtig gut wird. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall Heugras. Da geht es schon ganz gut hier. Hä? Hier liegt auch noch ein bisschen Trockenfutter. Die futtern hier auch immer so 20. Ne? Die fressen da ganz schön viel weg, du. Also das geht auch gut. So. Wir lassen auch während der Erntezeit, sollen die ruhig auch mal nichts anderes machen als das, weil mir ist das wichtig, dass wir, das hilft uns quasi das andere halbe Jahr dann wieder stressfrei rüberzukommen. Ich glaube, das ist gut. Außer Essen müssen wir natürlich schaffen. Da schicke ich Rakatonk jetzt doch an die Küche, an den Herd, ja. Raka soll das mal machen. Das ist, glaube ich, cool. Ah, hier wird Raka kümmert sich. Gibt es nämlich wieder sauber gutes Essen. TM macht mal wieder, spielt die Harfe. TM kann das. Mit der Harfe ist gut. Wäre heute schon was gegönnt. Taste, ich habe mir Atlas für 3,70 Euro gegönnt. Das ist nämlich mit 85% im Sale gerade. Ich glaube, ich brauche einen neuen begehbaren Kühlschrank. Ja, wobei es noch relativ viel Platz drin ist. Und es sind auch viele Einzelsachen drin. Die müssen einfach nur mal zusammengeschustert werden. Dann ist da mehr Platz auch drin. Müssen wir mal schauen, ob das jetzt wirklich voll ist. Ich glaube nicht, dass es so massiv voll werden wird. Das glaube ich tatsächlich gar nicht. Weil die sortieren auch ab und zu und dann ist schwuppdiwupp wieder eine Hälfte frei. Ah, Cookie macht hier den Durchkehrer. Und unsere Gang hier, die hat sich mal zum Schlafen niedergelassen. Auch schön. Aber hier gibt es noch viel zu holen und vor allem viel Heu. Ja, die Nacht ist durch fast. Und aber da sind eingetroffen, das ist okay. Aber die Nacht ist fast durch und wir haben echt viel Strom auch rück. Die Batterien halten tatsächlich super gut. Kann ich jetzt eigentlich Zarok da mal hinschicken? Nee, hat keinen Strom. Hat er den Strom da gekappt? Nee, oder? Warum hat das Ding keinen Strom? Hat Strom. Hat er da irgendwas kaputt gemacht mit? Wir könnten noch eine Funkanlage bauen, aber das lohnt sich doch nicht.
Na gut. Haben wir eigentlich noch irgendwo eine coole Statue rumstehen? Nee, ne? Nö. Aktuell leider nicht. Alter Schwede, geht das hier ab. Schau mal hin, was da reingelegt wird. Ich glaube, 2000 ist so die maximale Menge. Ach, unser Esel ist schon wieder durchgedreht. Wie viel Heugras haben wir denn jetzt eigentlich? 8000 Heugras. Na, da kommen unsere Esel mal ein paar Tage rum, glaube ich. Wir könnten sie auch zu Kampfeseln ausbilden. Was haben wir hier? Sind die, die sich selber bandagieren dürfen? Ja. Die Zeitpläne müssen wir noch einstellen. Es gibt keine festen Tag- und Nachtzeiten für unsere Leute. Jeder kann das machen, wie er möchte. Sind doch alle alt genug, hä? Bilden wir unsere Tiere mal weiter aus. Will unsere Tiere müssen die besten werden. Die besten Tiere, die es jemals gegeben hat. Ja, aber die gehen schön an den Kühlschrank und futtern da aus dem Kühlschrank raus. Also das klappt gut. Die Puma-Staffel. Ja, vielleicht auch das irgendwann. Können wir mal ganz kurz noch ein bisschen Kopien hier reinbauen. Wenn wir schon mal dabei sind hier. Haben wir mehr Schlafplätze. Wie warm ist hier drin? 28 Grad, da geht so ein Esel tatsächlich gut, ne? Hier unten hat es tuschelige 13 Grad. Die Heizung kaputt? Nee, oder? Doch, defekt. Aktueller Stromverbrauch defekt. Aber die ist auf 21 eingestellt und die packt es halt hier überhaupt nicht, ne? Das kühlt halt auch immer weiter runter, weil ne, der Raum halt auch hier kalt wird. Hier ist dann wieder angenehm. Okay, da sagt mir eigentlich nur eins, nämlich, dass wir hier unsere Aufgaben mal langsam erfüllen sollten. Und zwar die Erwirtschaftung, jetzt ist schönes Wetter, die Erwirtschaftung von Bauteilen. Die brauchen wir dringend für Reparaturzwecken. Brauchen wir Bauteile. Das heißt, wir müssten uns mal, wir haben aber glaube ich schon alles markiert, was irgendwie nach Bauteile aussah. Das muss jetzt einfach nur alles mal geholt werden. Da liegt ein Alpaka tot rum. Oh nein. Hier ist noch ein Bauteil. Grab hier einfach mal ein bisschen was aus. Ne? Hier oben ist auch Bauteile. Mal gucken, vielleicht sind hier einfach mal ein paar drin. Das wäre herzallerliebst. Hier gibt es ein paar Bisons. Hier hat es irgendein größeres Problem gegeben. Fürchte ich. Okay, hier haben wir auch noch ein bisschen was zum Abgraben. Auch das holen wir uns jetzt Sommer. Sommer ist unsere Zeit. Ne? Sommer ist die Zeit, wo wir Gas geben dürfen. Wo wir auch mal ein bisschen was finden dürfen. Wann denn auch sonst? Jetzt geht's aufs Ganze, meine Lieben. Jetzt kommt die Sache in Wallung. Die Frage ist, können wir diesen Händlern jetzt was abkaufen? Strip Mining kennt ja jeder. Ist das hier auch ein Ding? Ja, ja und nein. Ich neige dazu, wirklich nur Bereiche hier aufzugraben, die ich dringend brauche. Hier einfach wahllos in den Berg reinzugraben, ist schwierig und gefährlich. Es kann sein, dass da irgendwo eine Höhle ist, wo sich irgendwelche Alien-Insekten tummeln und damit dann ein Gebiet freigelegt wird, das für deine Kolonie potenziell mega hart gefährlich ist. Yes! Der Zwerg hat Angst, zu tief zu schürfen. Ja, ja. So, wir verkaufen 100 Kräutermedizin, Freunde. 100. Wir kaufen uns Pemmikans, brauche ich gerade nicht. Rauchblätter haben wir auch. Verkaufen wir auch mal 51. Das ist okay soweit. Hier können wir mal den ganzen anderen Schrott hier verkaufen. Alles, was normal oder niedriger ist, verkaufe ich gerne. Pistolen und so Zeugs lasse ich mal, auch wenn die normal sind, besser als nix.
meisterliche Bogen, den kann auch mal weg. Und bei Klamotten ist es nochmal anders. Da nehme ich auch gerne mal alles, was normal ist, wirklich crazy raus. Auch getragene, gute Sachen können gerne mal weg. Wir machen... Hat er irgendwas dabei? Nee, ne? Wir können dem nur verkaufen. Ja, doch, ein bisschen was hat er dabei, aber nicht viel. Nicht viel. Wir verkaufen ihm trotzdem noch mal ein paar Sachen. Damit wir die auch selber los sind. So. Das kann noch weg. Und dann haben wir noch mal hier ein bisschen was. Hier kann auch noch mal eins raus. Dann wird schon langsam knapp. Das lassen wir mal so akzeptieren. 2000 Krötis gemacht. Auf jeden Fall bin ich dazwischen auch sehr skeptisch, was Leben unterm Berg angeht. Das ist richtig. So eine Invasion kann echt ekelhaft sein. Okay, Xarok, du gehst jetzt nochmal zu dem hin und verhandelst mit dem nochmal. Wir bieten dem ein Geschenk an. Wir bieten ihm ein Geschenk an. Der darf jetzt mit ein bisschen Zeug weggehen. Und zwar darf, wir schenken ihm jetzt, nachdem wir ihn geschröpft haben und er jetzt quasi faktisch auch dann nicht mehr viel hat, schenken wir ihm jetzt einfach ein paar Sachen noch, die er mitnehmen kann. Hauptsache, wir haben sie weg. Ja, vor allem diese ganzen schlechten Sachen, die will ich loswerden, damit die nicht unser Inventar zumüllen. Das behalte ich aber, das kann der nächste Händler nehmen. Okay. Der mag uns dann jetzt plus 15, ne? Also der Händler wird jetzt, der wird uns jetzt richtig gut finden, ne? Können wir da mit dem irgendwas? Olxo. Die mögen uns jetzt schon ganz schön arg. Friedlicher Stamm. Okay. Gut. Wie viel Geld ich habe, wo man das sehen kann? Hier. Silber ist unsere Währung. Die ist hier angezeigt. Wir haben fast 3000 Silber. Das ist nicht die Wucht. Die schrecklichen Kapseln. Bell, Ratsvorsitzende der Fraktion Offener Kotiba-Bund, hat ein dringendes Anliegen. Ein mechanoidischer Schwarm attackiert seit geraumer Zeit ihre Siedlungen. Sie möchte, dass du den Mechs ein Signal sendest, um sie zu dir zu locken, während sie das Nest säubert. Falls du dies tust, wird ein mechanoider Cluster in Zwergonien landen. Die Kapseln beinhalten folgende Gefahren. Ein Entlauber, Countdown-Aktivator, instabile Energiezelle, 6 Dämmerlicht... Okay, ein Mech-High-Shield, Mech-Assembler, Mech-Barken. Okay, also da ist einiges drin. Der Mechanoide-Cluster ist zunächst inaktiv. Er könnte aktiv werden, wenn er angegriffen wird. Oder, okay, also das ist das klassische, der kommt und haut richtig drauf. Annehmen, ja, ja, klar. Es klingt nach einer super Idee, ne? Also es ist eine bestimmt gute Sache für uns, dass wir ihr helfen. Wir kriegen zwar dadurch ein bisschen was, ich meine, der Wert ist okay, aber wir haben jetzt mit einem Handel auch über 2000 gemacht. Also insofern ist das jetzt nicht so ganz, ne? Ich lasse das jetzt mal. So, ich lasse das jetzt mal. Phil, ausrufe deinen Plan. Da erfährst du immer was gerade kommt. 5 von deinen Kolonisten sind an Sensorikmechaniten erkrankt. What? Der Herbst hat angefangen. Hast du Sniper? Ja, ja, wir haben schon Sniper. Also zur Not haben wir Sniper, das wäre kein Problem. Aber wir haben halt, wir sind nicht so hart ausgerüstet, dass das kein Problem für uns darstellt. So, hier werden unsere Leute hier mal ordentlich durchbehandelt. Der schläft im Krankenzimmer, das darf er nicht. So, hier werden auch unsere Leute gut behandelt. Gut, Xarok wird auch behandelt, hier. Schmerz plus 20%, ey, uff, ekelhaft. Es beginnt von vorne! Na, das ist okay, eine Infektion ist ekelhaft, aber das geht. So, TM kümmert sich weiter hier um die Verarbeitung. Warme Kleidung wird nach wie vor benötigt. Wer ist denn unser bester Schneidersmann? Schneidern. Kann eigentlich TM ganz gut. TM, mach mal bitte den Schneidermann. Mach mal bitte den Schneidermann. Ah, hier draußen auf dem Feld, aber es regnet zum Glück. Das ist okay. Okay.
Baumwolle wird noch geerntet. Hier sind noch Maispflanzen, die sind auch fast durch. Also, wir haben den 1. September, aber das geht so. Shuttle ist eingetroffen. Um die Arbeiter abzuholen. Ach so. Wir müssen unsere Arbeiter loswerden. So. Sind alle drin? Schon, oder? Okay, diese müssten alle drin sein. Gut. So. Wird jetzt die Karawane dafür verwenden können? Du aktivierst das und die müssen kämpfen. Ja. Aber die Karawane, die jetzt gerade da war, das waren auch, Eingeborene. Die haben eh nicht so die überguten Waffen. Da sind wir besser ausgerüstet. Die haben nur Pfeil und Bogen und so Zeugs und Speere. Die hätten es wahrscheinlich eh nicht lang gemacht und dann hätten wir aber auch eh kämpfen müssen. Aber die haben uns jetzt schon gut geholfen. Also die haben diesen ganzen Druck, den wir im Sommer hatten, haben die hier gut abgebaut. Wir haben jetzt wie viel Essen gerade aktuell? Gar nichts, ne? Dann schicken wir Rakatonk mal wieder zum Essen kochen. Warum haben wir denn kein Essen da? Lass mal ganz kurz gucken. Mal ein bisschen Muffalos noch jagen und zwei Bisons vielleicht. Hier lassen wir nochmal drei Wild- oder vier Wildschweine holen. Und den Rest lassen wir mal. Muffalo rächt sich. Xarok schießt mittlerweile gut, ne? Okay. Xarok schießt mittlerweile sehr gut. Also der ist so vom Schützen her ist der gut geworden. Sag mal, wo ist denn unser ganzes Essen hin? Wir hatten noch mal mehr als das. Das ist voll wenig. Speichert. Wir haben doch nicht so wenig Essen nur. Okay, wir machen Folgendes. Hier bauen wir Heugras an und hier an diesem Feld bauen wir kein Heugras an. Was waren die Wachstumszeit von den Sachen? Hier gucken wir mal das. 5,8 Tage und Reis waren 3 Tage. Nährwert 007, 015. Mais ist, glaube ich, recht heavy. 028. Mais ist ordentlich. Da lohnt sich auch tatsächlich eine späte Ernte. Erdbeeren sind auch besser als Kartoffeln. Kartoffeln ist der letzte Schund. Pass auf, dann machen wir jetzt hier ein relativ großes Maisfeld. Das wird uns dieses Jahr zwar nichts mehr helfen, aber im nächsten Jahr können wir dann ordentlich noch Mais einfahren im September. Das ist okay. Hier werden gerade die Tiere reingebracht. Und hier, Rakaton kümmert sich gerade auch ums Essen. Da haben wir jetzt 50 Essen wieder eingearbeitet. Das ist gut. So, dann werden wir dieses Feld hier oben auch nochmal ändern. Hier werden die ganzen Eichen weggefällt. Und hier werden wir nicht Teufelsgarn herstellen, sondern hier packen wir noch Reis drauf. Das würde jetzt zwar Arbeit kosten, das umzuändern. Juli, ja, wobei ich will, dass die das automatisch machen. Rakatonk ist unser Koch. Aber für manche Sachen wie jetzt Feldarbeit, da könnten wir ihm eigentlich die Feldarbeit mal auf 3 setzen. Und das Kochen auf 2. Das können wir schon ändern, da hast du recht. Waldarbeit passt so. Transport geht auch auf 3 bei ihm. Wildschwein rächt sich. Wow, 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 wow. Die Rotte ist da, Freunde. Ich hol Marty da raus gerade. Das erste Schwein ist down. Lauf, du Sau!
Oh, Martin hat's erwischt. Lauf. Cookie kommt hier. Cookie, bleib da. Geh, lauf zurück. Kommen die anderen, kommen von da unten. Oh, Cookie hat's erwischt. Cookie ist auch am Kämpfen. So, jetzt kommen die anderen hier. Du gehst mal hier einfach in Stellung. Okay. Lippili. Jetzt kommen die anderen. Ein neuer Zwerg ist hier. Dankeschön! Davos! Ich bin voll dabei. Allerdings. Oh, dankeschön, warte kurz. Vielen Dank für den vierten. Uff. So. Das arme Schwein hier oben. So, pass auf. Also, Old Grenade, du rettest. Rette ihn. Los. Lippili. Du rettest TM. Und Rackertonk, du rettest Martin hier oben. Okay, go, go, Freunde. Auf geht's. So, wir versuchen das jetzt mal zu lösen. Ich hoffe, die Jungs sind hier unterwegs. Na, das lassen wir denen mal. Okay, die Kolonisten sind jetzt alle unterwegs. Die sind alle draußen. Und kommen jetzt hoffentlich gleich ins Krankenhaus. Uiuiui. Xarok, nochmal vielen Dank. So, Alkoholexzess bei Raka. Moment. Dann muss jemand anders ran. Wir müssen Martin reinbringen. Der hat echt Verletzungen. So. Okay, hier wird gearbeitet. Alter Schwede. Der ist in einer Stunde hinüber, wenn da nichts passiert. Oh, es wird besser. Gut, es ist alles behandelt. Ich hoffe, das klappt jetzt hier. Und keiner geht uns bald drauf. Oh, nein! Kollaps. Wieso hat er einen Kollaps gekriegt? Und warum ist er... Uff. Okay, Raffaella zerwischt, Freunde. Hallo, Barackenkuppel. Oh nein, Raphael hat's erwischt. Wie schaut's bei Martin hier aus? Martin hat ja auch übelst extreme Schmerzen. Kann mal ganz kurz, Xarok. Behandle mal bitte Martin. Nicht, dass der Nächste uns drauf geht, weil er nicht behandelt wurde. Wir haben natürlich extreme Schmerzen, aber Behandlung wäre ganz gut, damit das auch so ein bisschen behandelt, ein bisschen besser werden kann. Bruch, Nasebruch. Kratzen aber im Auge. Wundinfektion. Bei TM gerade. Oh, hier oben. Rechtes Ohr. Wer ist noch ein Arzt? Xarok ist ein Arzt. Und Old Grenade kann auch gut. Auf zur Behandlung. Schnell. Mit TM müssen wir jetzt ein bisschen im Blick halten. Okay, mal ganz kurz. Kurzer Check. Wundinfektion 4%, Immunität 3%. Das ist schlecht. Hard to ignore all the things we said. I wish I could change it. A little shaky. Our emotions got the best of us lately. I got issues, yeah, you got them too. Our feelings too.